Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Weg des Tees. Ich bin Anne und ich rede heute ein bisschen über meine Teeschalen. Seitdem ich mich mit Matcha und der Teezeremonie beschäftige, haben sich bei mir so ein paar Chawan, also Teeschalen, angesammelt. Und mit jeder dieser Chawan verbinde ich irgendwie eine kleine Geschichte, die ich gerne heute in diesem Video mit euch teilen möchte. Dabei fange ich bei meiner neuesten Teeschale an und arbeite mich dann Stück für Stück zu meiner ältesten Teeschale vor. Keine Sorge, es sind nur 6 Teeschalen. Wer meine Videos aufmerksam verfolgt, kennt diese Teeschale bereits. Diese wunderschöne dunkelblaue Teeschale habe ich nämlich durch eine Kooperation mit Japanwet erhalten. Vielen Dank nochmal an das Team von Japanwet an dieser Stelle. Die Auswahl an Teezubehör und auch an Matcha-Chawan selbst ist bei Japanwet echt umfassend. Mir fiel die Auswahl damals wirklich sehr schwer. Ich habe mich dann am Ende für diese dunkle Chawan entschieden, da mein restliches Sortiment bisher eher helle Teeschalen umfasst. Außerdem fand ich die Glasur wunderschön, wie ein kleiner Sternenhimmel. Ein weiterer Pluspunkt für diese Teeschale war, dass ich bisher auch nur sehr offen geformte Chawan besitze. Das ist gut für die Frühlings-, Sommer- und vielleicht noch für die Herbstmonate. Im Winter bieten jedoch eher geschlossene Teeschalen wie diese hier den Vorteil, dass sie etwas mehr die Wärme speichern und der Matcha dann ein bisschen länger warm bleibt. Daher freue ich mich sehr, dass ich diese Chawan nun zu meiner Sammlung hinzufügen konnte. Meine niedlichste Teeschale habe ich mir vor einer Weile bei Keiko Tee gekauft. Diese kleine Chawan mit dem Mondhasen finde ich optisch besonders zur Herbstzeit sehr passend. Im September oder Oktober feiert man in Japan nämlich Tsukimi und bewundert den Herbstmond. Außerdem sagt man in Japan, dass man im Mond einen Hasen sehen kann, der gerade Mochi schlägt. Aufgrund ihrer Größe benutze ich diese Chawan aber auch wann immer ich unterwegs Matcha zubereiten möchte. Gemeinsam mit meinem Mini-Chasen eingewickelt in ein Fukudoshiki habe ich nämlich mit dieser Chawan schon den einen oder anderen Matcha in der Natur oder auf Reisen genossen. Außerdem war dies die erste Teeschale, die ich online ausgesucht habe. Das war für mich sehr spannend, da ich nicht auf die gleichen Details achten konnte wie bei einem Kauf im Laden. Außerdem konnte ich mir auch nicht direkt meine Teeschale aussuchen, sondern ich bekam ja nur eine von vielen Teeschalen, die eben alle gleich aussahen. Das Ganze macht sowohl diese als auch die vorhergehende dunkelblaue Teeschale nicht weniger gut als die anderen. Es ist einfach nur eine ganz andere Erfahrung, Teeschalen zu kaufen. Diese beiden Chawan mögen wahrscheinlich erstmal etwas untypisch für Matcha-Chawan aussehen. Allerdings haben sie für mich persönlich einen relativ hohen emotionalen Stellenwert. Denn diese beiden Schalen hat meine Schwester für mich selbst angefertigt und mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Da ich allgemein letztes Jahr Weihnachten sehr viele Matcha-bezogene Geschenke bekommen habe, hängt da direkt doppelt so viel Sentimentalität dran. Vor allem farblich gefallen mir die Teeschalen auch wirklich sehr gut. Dieses Blaugrün ist einfach so eine schöne Farbe und dann auch noch die Details und die Verläufe in der Glasur, das macht die Schalen einfach einzigartig. Die Schalen sind beide etwas größer geraten als so die Standard-Matcha-Schale, sag ich jetzt mal. Allerdings finde ich das voll gut, denn dadurch haben sie die perfekte Größe für Matcha-Latte und man bekommt eine gute Mischung zwischen Milch und Matcha in die Schalen hinein, ohne dass die direkt drohen überzulaufen. Das hier ist wohl meine Lieblings-Chawan. Das ist meine allererste selbst ausgesuchte und selbst gekaufte Chawan. Als ich 2019 in Japan im Urlaub war, hat mir eine japanische Freundin geholfen, einen Laden für Zubehör für die japanische Teezeremonie zu finden. Dort gab es so unheimlich viele Chawan, dass mir die Auswahl wirklich unheimlich schwer gefallen ist. Ich bin immer noch so dankbar, dass meine Freundin damals so viel Geduld mit mir hatte. Am Ende habe ich mich für diese wunderschöne Sakura-Chawan entschieden. Dass das Muster und ihre Optik generell ein großer Entscheidungspunkt waren, muss ich wahrscheinlich nicht erwähnen. Mit ihrer eher geöffneten Form und dem Sakura-Muster ist die Chawan auch perfekt geeignet für den Frühling. Ein wenig war aber auch ehrlicherweise ihr Preis ausschlaggebend. Ich hatte etwas Angst, dass die Schale beim Rückflug vielleicht kaputt gehen könnte und habe mir daher eine Schale ausgesucht, die nicht allzu teuer war, damit der Verlust im schlimmsten Fall nicht allzu groß ist. Die Befürchtungen damals waren allerdings komplett unbegründet. Gut eingewickelt in Kleidung hat sie den Flug und sogar einen Umzug hier in Deutschland super gut überstanden. Wer mir auf Instagram oder Twitter folgt, weiß es aber bereits. Leider ist sie vor kurzem nach 1,5 Jahren zu Bruch gegangen. Erstaunlicherweise war ich sehr gefasst. Warum und wieso das so ist und was jetzt mit dieser Schale passieren wird, ich glaube, dazu werde ich noch mein extra Video machen. Meine allererste Chawan habe ich damals in Japan während meines Auslandsjahres geschenkt bekommen.
Die Geschichte dahinter ist etwas witzig. Meine japanische Uni hatte von einer Mittelschule in der Umgebung damals eine Anfrage bekommen, ob denn nicht ein paar der Austauschstudenten Lust hätten, an der englischen Halloween-Party der Schule teilzunehmen. Die Schüler hätten verschiedene Präsentationen und Spiele vorbereitet, die passend zum Thema Halloween eben in Englisch stattfinden sollten. Damit die Kinder auch motiviert sind, ihr Englisch zu benutzen, sollten wir, also die Austauschstudenten, sozusagen als Ehrengäste im Publikum dabei sein. Als Dankeschön hat die Mittelschule damals der Uni diese Teeschale zukommen lassen. Und da man eine Schale nicht durch mehrere Leute teilen kann und die zuständige Mitarbeiterin an der Uni mitbekommen hatte, dass ich großes Interesse an Matcha und der japanischen Teezeremonie hege, hat sie mir diese Schale überreicht. Laut ihrer Aussage in Abstimmung mit den anderen Austauschstudenten, die dabei waren. Irgendwie verbinde ich daher also die ulkigste Geschichte mit meiner allerersten Chawan. Ähnlich wie die Sakura-Chawan finde ich diese Teeschale sehr passend für die wärmeren Monate im Frühling oder auch im Sommer. Bisher habe ich tatsächlich aber noch nicht so genau recherchiert, was das für Blumen auf dieser Schale sind und kann sie daher jetzt spontan auch nicht genauer in die Jahreszeiten einordnen. Falls ihr also wisst, was das für Blumen sind, ihr wisst ja, wo die Kommentare sind. Willkommen im Abspann des Videos. Ich habe eigentlich alles zu meinen Teeschalen gesagt, ihr könnt also gerne abschalten oder ihr klickt auf eine der Schaltflächen, die hier eingeblendet werden. Hier erfahrt ihr, warum Japaner eigentlich so viel Tee trinken. Hier kommt ihr zur ganzen Der Weg des Tees Playliste und hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und fürs bis hierher Zuschauen. Bis zum nächsten Video.